Guten Abend, meine Lieben. Na, was geht bei euch so? Ach ja. Ich muss euch was erzählen. Ja, warum schon wieder eine Aufnahme von Diablo? Es ist jetzt Donnerstagmorgen quasi. Ich habe jetzt das letzte Mal am Samstag oder so aufgenommen. Oh, ich starte mal ein privates Spiel. Was ich machen wollte, waren Jubiläumserfolge, ne? Hab ich mich da abgemüht. Oh Gott. Es könnte sein, dass es ein bisschen schöner aussieht als sonst, weil ich die Grafik nochmal ordentlich hochgepimpt habe, weil ich halt alles ein bisschen schicker haben wollte. Für mich sieht es auf jeden Fall jetzt schon knackiger aus. Ich hoffe, das kann ich für euch auch so übernehmen. Oh, ich habe mir einen neuen Charakter erstellt, nämlich ihn hier. Mein Kitsunagi habe ich jetzt resettet für die aktuelle Season und den auf Stufe 70 hochgespielt. Nur mit Erfolgen hier. Also ich habe dann hier das Übliche gemacht. Ich habe gedacht, komm, machst du erstmal hier Etappe 1. Ne, 9 von 9 Ziele bekommt man ja hier ein bisschen Ausrüstung, ein paar schöne Sachen hier. Was weiß ich, beendet ein Neverland-Portal. Das sind halt alles Erfolge, die man dafür haben muss. Ne? Tötet Urzael, Belial, erreicht Stufe 50. Ja, toll, nicht so schwer. Dann Etappe 2. Alles Mögliche. 3, bin auch fertig. Für 4 bekommt man dann hier diesen coolen Gefährten und diesen geilen Porträtrahmen. Für 1, 2 und 3 bekam man jeweils 2 Teile eines relativ coolen Sets. Und hier in Etappe 4 bin ich gerade, habe bisher 4 von 12 Zielen erreicht. Das ist ja dafür, dass die Season gerade erst angefangen hat, schon recht gut. Weil ich habe ja, das ist ja die 9. Season schon mittlerweile. Ich habe so viele Seasons nicht mitgemacht, weil ich halt nicht immer Bock hatte, einfach nur des Weiterschnetzelns auf höherem Schwierigkeitsgrad wegen weiterzumachen. Ohne Story oder so. Deswegen, da hatte ich dann halt so wenig Motivation, dass ich dann einfach deswegen kaum irgendwie dabei war. Jetzt ist aber die Frage, bekommt man irgendwann die Möglichkeit, das alles irgendwie wieder nachzuholen? Oder ist es wirklich weg? Man bekommt manche Porträtrahmen niemals und man bekommt manche manche Gefährten, ne, die es so gibt, irgendwie den kleinen Kuhkönig oder so einen kleinen Jungen, der mit einem rumrennt da und was es da nicht auch noch alles war. Und man bekommt die eventuell niemals. Das fände ich jetzt echt schlimm, ein bisschen, weil ich ja jemand bin, der zumindest Spiele, die er so gerne mag wie das hier, relativ vollständig machen möchte. Deswegen hoffe ich, dass das irgendwann immer mal wieder Möglichkeiten gibt, diese Erfolge nachzuholen, beziehungsweise, naja, mal gucken. Seht ihr diesen Engel? Das ist zum Beispiel was, das habe ich jetzt bekommen, weil ich jetzt endlich alle Seiten gefunden habe, alle 7. Die lese ich euch gleich vor. Ich habe selbst noch nicht reingeguckt, ich wollte mich überraschen lassen, was die sich da ausgedacht haben. Oh, nee, hier ist ja der Schrank. Was man jetzt hat, ist das hier. Ein zeitloser Wächter der Ordnung schaut auf euch herab. Sehr schön. Ist natürlich Wunderbärchen, ne? Der Schlachter kommt jetzt mit mir mit, weil ich eben von Level 1 gestartet bin und die ganzen 16 Level nochmal durchgemacht habe mit dem Charakter. Und ich habe so lange an diesen Erfolgen gesessen, nicht nur an denen hier, sondern auch an diesen Erfolgen hier. Also, ich habe noch den finsteren Durchgang gefunden, das war so eine Höhle. Der war in Level 1 oder 2 war der. Und dann die Hallen der Blinden in Ebene 7, das war halt, wurde da so... Weiß ich, also es ist halt eine Ebene, da siehst du dich selbst nicht so gut. Du bist so ein leicht kleines Licht und du hast überall diese Unsichtbaren um dich rum. Und dann, ja, wie gesagt, das sind auch 2 Erfolge noch gewesen. Und ich habe neulich 6 Stunden gespielt. Ich habe heute 8 Stunden gespielt und habe heute nur 6 von diesen Dingern hier gefunden, wo immer noch 4 fehlen und die eine Seite 1 gefunden. Das ist so nervig, wenn du einfach schon zum 20. Mal gegen den gleichen Champion kämpfst, aber den einen, den du noch brauchst, nicht findest. Oder wenn du hier von den Seiten schon zum 10. Mal Seite 6 findest, aber nicht einmal Seite 1 hattest, wie oft ich da alles doppelt und dreifach hatte. Ihr glaubt nicht, wie ich mich teilweise... Vor allen Dingen 2 Dinge, die mir hier als Bugs aufgefallen sind. Erstens, wenn ich in ein neues Spiel komme, zeigt er mir nochmal die letzte Paragon-Stufe an, die ich geschafft habe. Und ich kann nicht mehr minimieren, als ich Overwolf gestartet habe, zusammen mit TeamSpeak, ne? Dass ich dann halt quasi TeamSpeak in den Vordergrund setzt, dass ich das nutzen kann, auch wenn ich spiele. Das ging mit Diablo 3 gar nicht. Das hat sich gegenseitig zum Absturz gebracht. Das geht gar nicht. Also, dass ich ja nicht mehr wirklich minimieren kann. Das ist, es gibt Schlimmeres, aber ich habe mich geärgert. Aber viel schlimmer ist, dass ich jetzt echt irgendwie 20 Stunden mittlerweile wieder gezockt habe für so ein paar Erfolge, die ich immer noch nicht ganz hingekriegt habe, weil das so müßig ist. Das ist unglaublich. Ganz unglaublich.
Dann habe ich in Ebene 9 einen verrottenden Pilz gefunden hier. Danach konnte ich ein Hexengebräu finden. Oder ein Hexenelixier war das, in Adrias Hütte. Und die ganzen Leichen, die da im Dorf lagen, die konnte man dann nacheinander anklicken, die ja irgendwie, nein, ich kann diesen Gegenstand jetzt noch nicht benutzen oder so, ne? Dann konnte ich sie nach und nach. Erst konnte man hier die Schulden eines Bettlers oder Trunkenboldes oder wie die hießen. Danach gab es Gardens Brief oder Gardon oder wie die hieß. Dann das Rezept eines Heilers. Und von diesem Rezept eines Heilers gab es bei Griswold dann, bei Griswolds Leiche gab es dann das Rezept für Wirtsbein. Und das konnte ich meinem Schmied beibringen. Ja, und mittlerweile bin ich auch stark genug. Ich war schon zweimal im Reich der Schätze und so, hab genug Kohle, um Wirtsbein herzustellen. Ja. Denn auch das ist ein ganz versteckter Erfolg, den wollte ich auch mit euch machen, da wollte ich warten. Seht ihr mal, wie lieb ich immer bin. Ich glaube, das ist eine Waffe. Das müsste nützlichste, gucken wir mal. Müsste eine Keule sein, oder? Streitkolben. Verheerer. Alle. Müssen wir erstmal finden hier. Oder eine Axt. Utas Gebrüll, der Keil. Bogen, Glitcher, Weitschuss. Dolch. Nein. Dämonenfaust, Goldgeißel, Einauge, Erzfeinde, Küchermojo, Verbitterung. Ach, der Ente Krieg. Quelle ist Singularität. Das klingt schon cool. Klingt sehr cool. Griswolds Meisterstück. Genau, das haben wir auch gefunden. Speer haben wir nicht. Stab, der Hirtenstab, Zauberkundige. Stangenwaffe. Wirtsbein, da haben wir es ja. Bei Streitkolben tatsächlich. Okay. Wir brauchen dafür eigentlich nur 10 solche Teile und 1 Million Gold. Also nicht wenig, aber dann können wir es herstellen. Und wir haben Past, oder Pst, hier drüben. Ne, da haben wir jetzt Wirtsbein. Was haben wir dafür bekommen? 10 Erfahrungspunkte, auch schön. Der Trick dabei, der auch sehr gemein ist, armer wird. Ich habe alles für den Jungen getan, was ich konnte. Doch ich weiß, dass er das Holz hasst, das ich an seinem Bein anbringen musste. Seine Wunden waren furchtbar. Niemand, schon gar nicht so ein Kind, sollte jemals so leiden müssen wie er, sagte Pepin, der Heiler. Der Trick, der jetzt ein bisschen gemein ist, ich muss es zerlegen. Und dann bekomme ich daraus die Karte des Sternenhimmels. Das sind so Sachen, auf die kommt doch kein Schwein. Wizard, wollt ihr mobben? Habt da ein bisschen geschafft. Ich habe hier auch noch ein paar neue Gegenstände gefunden, wie zum Beispiel die Harlekinskrone. Diese Mütze hat ein Magier zurückgelassen, der hier vor einiger Zeit untergekommen ist. Vielleicht könnt ihr ja etwas damit anfangen, sagte Odgin. Dann haben wir hier noch Ring der Wahrheit. Der Ring schillert sanft und scheint auf diese Weise alle Schatten der unmittelbaren Umgebung zu vertreiben. Ja, es war damals auch sehr dunkel und mit diesem Ring konnte man ein bisschen Helligkeit um sich herum erschaffen. Oder Lichthimmelband. Ich habe einzelne Bruchstücke des Steines in einen Silberring gefasst, der mir mein Vater hinterlassen hat. Ich hoffe, er wird euch von Nutzen sein, sagte Griswold. Und das optische Amulett, es scheint, als ob es sieht, was niemand kann. Und natürlich noch Griswolds Schneide. Gib jemandem ein Schwert und du machst einen Krieger aus ihm. Bring ihm bei, wie man ein Schwert schmiedet und du kannst eine Armee aufstellen. Ne? Netter Spruch. Und das war richtig geil. Hier Humbert Wessel einfach mal gefunden. Der Kopf, den Seil immer mit sich rumträgt. Schon mal einen von einem violetten, wabernden, Dunst umgebenen Schädel gesehen? Ist ein legendärer Gegenstand? Ne? Und da fragt man sich, ist das ein Hinweis auf das, was noch kommt? Auf Seil und so? Der da noch vorkommt. Das fände ich unheimlich cool. Griswolds Kritzeleien habe ich da noch gefunden. Eins als Handwerksmaterial geschätzt, höchstens noch exportiert und kann zu einem lohnenden Preis bei lokalen Händlern verkauft werden. Man hat nämlich auch Griswolds Amboss noch gefunden. Gab da halt noch so ein paar Boni, wie auch zum Beispiel so zum Blutritual. Weiß ich gar nicht, ob er das gefunden hat. Auf jeden Fall habe ich das alles noch gefunden. Dies sind Griswolds Notizen zur Herstellung des besten aller Schwerter. Leider wurde es zu seinen Lebzeiten nicht mehr geschmiedet. Der bloße Gedanke daran, dass diese Unterlagen die gesamte Zeit in einem Bücherregal verborgen waren. Ja, ist sehr wertvoll scheinbar. Was wir noch gefunden haben, also die Geschichte hier jetzt, ne? Schreibsel eines Kultisten. Uns hat die Kunde erreicht, dass Adria von dem Nephalem erschlagen wurde. Vielleicht ist sie jetzt wieder mit Magda vereint, irgendwo. Es sind noch ein paar für uns übrig, die sich an die Macht erinnern, über die sie einst verfügten und an ihre Versprechungen. Eins steht für mich fest, was auch immer Magda hinterlassen hat, gehört allein uns.
Es ist unerlässlich, dass wir ihren Besitz sicherstellen, bevor jemand anderes darüber herfallen kann. Sobald der Nephalem fort ist, werden wir handeln. Übrigens, wer die noch sucht, ihr müsst darauf achten, man kann die tatsächlich ganz Sanctuario finden. Das sind immer kleine Gruppen von Kultisten in schwarzen Kutten. Und wenn man eine Gruppe auslöscht, verliert der Letzte ein, ja, random Schriftstück. Es hat einige Zeit gedauert, aber wir haben jeden Winkel der Blutmarschen durchkämmt und dabei fast alles aufgespürt, von dessen Existenz wir wussten. Mit Ausnahme von Arias Tagebüchern, vielleicht ist es auch besser, dass ihre innersten Gedanken für uns ein Mysterium bleiben. In Adrias Runen- und Zauberbüchern gibt es vieles, was ich nicht verstehe, obwohl ich lange über jeder einzelnen Seite gebrütet habe. Es war mir nicht bewusst, wie sehr ihr magisches Wissen das meine überstieg. Das wird keine leichte Aufgabe. Nach Stunden und Stunden des Studierens war ich der sinnlosen Frustration überdrüssig und warf Adrias Bücher zur Seite. Als ich fluchend da saß, vernahm ich plötzlich ein leises Flüstern, das aus den Schatten kam. Etwas hatte mein Leiden gespürt und antwortete darauf. Ich flehte die Stimmen aus dem Schatten an, mir Einblick in Adrias Erinnerung zu gewähren. Wenn ich von ihrem Beispiel lernen kann, kann ich vielleicht einen Weg für diejenigen unter uns finden, die der Sache treu geblieben sind. Der Nephalem hat zwar unsere Pläne zerstört, aber noch ist nicht alle Hoffnung verloren. Die Schatten haben mir geantwortet. Das alte Tristram wird wieder lebendig werden. Aber nur für eine kurze Zeit. Bis dahin muss ich die Geheimnisse der Hexe entschlüsselt haben. Und wir haben ja überall Tote gesehen da. Also hat das nicht so gut geklappt. Aber wir hatten nochmal die Chance, Diablo nochmal gegenüberzutreten. Ist ja auch nett. Was habe ich denn hier gefunden? Schwarzwehr. Schallende Wut. Alles nichts Tolles. Oh, der ist uralt. Der alte Knochensäbel von Samaklis. In uralt legendär. Haut jetzt aber nicht so wirklich rein. Selbst wenn ich den Stein wegdenke, oh, die dann haut er rein. Also behalten und gucken, ob ich ihn sockeln kann. Das ist jetzt nicht so doll. Gold sammeln, ja, naja. Naja, der Rest ist Gülle. Der Rest ist Gülle. Was haben wir hier? Zurückhaltung. Zurückhaltung und Fokus. Aber Zurückhaltung habe ich schon in besser. Ja. Dann würde ich sagen, wir brauchen ja immer gerne was von dieser Asche hier. Zum Beispiel einen Sockel in einem Gegenstand mit den Künsten hier von Miriam anzubringen, war übrigens auch eine der Fähigkeiten, die gefordert waren. Ja, aber wie gesagt, dass ich jetzt so viele Stunden um Stunden dran gesessen habe, nur um diese Aufgaben hier zu erfüllen, die eben jetzt immer nur im Januar verfügbar sind. Boah, das war anstrengend. Das beste Zeugnis ist ja einfach dieses, das ihr meinem Charakter anschauen müsst. Ich bin nicht nur Level 70 geworden, ich bin auch Paragonstufe 105 geworden. In den 8 Stunden heute von 69 auf 105 hoch. Das ist, kannst du keinem erzählen. Das ist eine geheime Karte hier. Diese alte Karte hättet ihr wohl eigentlich niemals finden dürfen. Anscheinend wurde sie mit etwas gestempelt, das aussieht wie ein Hufabdruck. Zusätzlich sind die Zahlen 2, 1, 3 klar darauf zu erkennen. Und wie gesagt, ich habe schon alles für euch rausgefunden, damit ich euch es nur noch zeigen kann. Das muss ich euch gleich mal zeigen. So, bei Kadala gehen wir mal ein bisschen was aus. Das hatte ich dabei? Ja, nur Scheiße. Wie oft. Aber naja. Ich habe vor in dieser Season, da ich jetzt schon so viel gespielt habe, wo sie gerade erst angefangen hat, ist ja nicht mal eine Woche im Gang und ich bin schon relativ okay. Immerhin spiele ich jetzt schon ganz am Anfang auf Qual 3 und das ist mir schon langweilig geworden. Ich werde in dieser Season mal versuchen, wirklich gut zu werden. Aber ich werde trotzdem nicht übertreiben. Wichtig waren mir halt die saisonalen Erfolge. Ich habe noch nicht wieder von den Horadrim gehört, die mir nach Skovos geschickt haben. Ja, die Horadrim in Skovos, die werden wir ganz sicher noch in einer Erweiterung besuchen können. So. Wie gesagt, ich hoffe, dass es tatsächlich ein bisschen knackiger ist. Und wenn das Mikrofon... Wird überhaupt kein Kampf, da gehen wir nicht hin. Nee, weil wie gesagt, wenn man sonst auf die klickt, ohne die Gegenstände bei sich zu haben, geht das nicht. Und wenn es wirklich das Mikrofon im Hintergrund ein Summen aufnimmt, das ist wahrscheinlich das Hintergrundgeräusch meines Computers. Ich weiß nicht, warum... Ich meine, das Mikrofon ist jetzt quasi viel, solange... Immer wenn der Rechner an ist, ist das Mikrofon auch an. Und ich habe das Mikrofon jetzt seit 3-4 Jahren... Natürlich, irgendwann wird das halt schwach, ne? Deshalb seht's mir nach, wenn man im Hintergrund manchmal ein Wummern hört oder ein Summen.
Das Einzige, was ein bisschen Linderung verschaffen kann, ist, wenn ihr den Bass runterregelt ein bisschen. Weil das halt sehr niedrige Frequenzen sind, diese Vibrationen, die ihr aufzeichnet. Und zwar gemeint sind hier diese Kühe. Die Kühe in Diablo 1, die haben nie irgendwas gemacht außer Mu. Hier sind sie tot und hier hat sich jetzt Blizzard gedacht, machen wir doch mal was draus. Also zack, ist ein Geist da. Und schwupp kann man hier ins verlassene Bauernhaus. Ich sag ja, die haben sich da was ausgedacht, das kann kein Schwein wissen. Ne, was man da für Kram suchen musste und gewuseln und zerlegen und... Oh. Verlassenes Bauernhaus. Okay, also hier war ich, wie gesagt, alles ist noch nicht. Ich wollte das mit euch angucken. Sieht aber erstmal schön aus. Ne? Kann man so sagen. Hier sind die Kühe, die noch leben. Ich gucke mir alles mal genau an. Man weiß ja nicht, was man hier eventuell sonst verpasst. Auf jeden Fall hat dieser Bauer Reichtum. Ich denke mal, so viele Kühe zu haben, war im Mittelalter schon echt... Boah. Heute ist das nichts Großartiges, aber damals, kann ich mir vorstellen, war das wirklich, wirklich ein Reichtum. So, ich gehe erstmal so die Ränder der Map ab, um zu sehen, ob da noch irgendwelche anderen Gänge sind. Ich möchte ja immer nichts verpassen. Da können wir nicht rein. Viele Kühe hier sind und wir können da einfach... Nee, doch, die haben schon eine Materie, da können wir nicht einfach durchgehen. Vogelscheuche, passiert nichts. Da ist eine... Oh, Wirtsschatz. Okay. Das Wirt so hochgepusht wurde, obwohl der aus Tristram einfach nur ein Kind war, der von den Dämonen halt öfter mal heimgesucht wurde, bis er dann halt zerfleischt wurde. Und man immer mal wieder Teile von ihm findet hier im Spiel. Dass sie so auf ihm rumreiten. Wirtsschatz. Kronkalb. Dieses junge Wesen umgibt eine majestätische Aura, ganz so, als würde es einen besonderen Stand in seiner Herde einnehmen. Wer weiß, wozu es imstande wäre, sollte es verloren gehen. Ah ja, wie der Q-Level, der verloren gegangen ist, müssen wir ausführen und können dann als Begleiter das Kronkalb auswählen. Ich sage, das ist so verquer, da muss er erstmal drauf kommen. So, wähle ich das mal gerade aus, jetzt läuft mir eine kleine Kuh hinterher. Das ist halt niedlich gemacht, ne? Ich finde es schön, dass ich jetzt quasi schon zwei Begleiter während dieses einen Patches bekommen habe. Dadurch finde ich halt echt schön. Das ist der Bauernhof gewesen. Ist nett, ne? Es ist halt so eine kleine Gimmick-Sache. Ich wollte es euch nochmal zeigen, wie es funktioniert. Wie gesagt, findet in Ebene 9 im Labyrinth diesen verrottenen Pilz. Dann könnt ihr bei Adria was abholen und dann könnt ihr, ne, hier in der Hütte, im Kessel... Und dann könnt ihr im Dorf die nacheinander anklicken. Immer das, was ihr findet, gibt Hinweis auf das, was als nächstes da ist. Und dann bekommt ihr das Rezept, stellt das Bein her, zerlegt es, klickt die Kühe an, holt euch den Schatz und habt das Kalb. Also wie gesagt, das ist so durcheinander, da kommt keiner drauf. Das ist unglaublich. Ja, und hier seht ihr diese Schwarzkutten. Ne, das sind die Bösis. Ich muss zurückkehren. Also das ist echt eine Geschichte. Und wie gesagt, mir fehlt jetzt immer noch ein bisschen was, wenn ich jetzt hier... reingucke, mir fehlt hier jetzt tatsächlich immer nur noch das. Es fehlen mir einfach noch vier Dinge. Und wisst ihr, in Ebene 1, 2, 3, 4 hatte ich alle. Dann fehlte mir ab Ebene 5 bis 14 was. Bis Ebene 14 habe ich den heute noch nicht gefunden. Also jetzt noch nicht gefunden, aber Ebene 5 und 6, die beiden, die habe ich gefunden. Sodass ich immer schön von Ebene 1 bis Ebene 7 muss, bis ich da überhaupt eine Chance habe, einen zu finden, den ich noch nicht habe. Das ist also eine Sache, in Diablo 1 hat es halt die Möglichkeit abzukürzen. Da hattest du alle vier Level einen neuen Eingang. In die Krypta hattest du denn da so eine kleine Krypta, in die du reingehen konntest. In die Höhlen hattest du auf einmal eine Höhle. Und wenn es dann halt in Diablos letzte Abschnitte ging, dann hattest du da so einen roten Riss in der Stadt, wo du reingehen konntest. Halt immer als Abkürzung. Ne, und als dann die Erweiterung kam, konntest du da in so ein Madenloch reinkrabbeln für die nächsten Level. Und das ist so... Ja, naja. Da darf ich jetzt noch schön suchen. Naja, auf jeden Fall, das waren die Dinge, auf jeden Fall, das müsste ich euch unbedingt nochmal vorführen, um dieses Patch eben auch euch abschließend nochmal zu zeigen. Wie gesagt, mein Charakter ist mittlerweile ganz okay, der Feuervogel, den man aber bekommen hat hier für alles, es tut mir fast schon leid, dass ich hier so uraltlegendäre Dinge habe, aber ich werde die wahrscheinlich ablegen müssen, weil die stärksten Sachen hier für den Zauberer sind eher in Richtung Blitz statt Feuer.
durch Manhalt Heilung, das ist so ein Ring, kann man bei paralysierten Gegnern einfach mal den 140-fachen Schaden machen. Das kennen wir alles. Auf jeden Fall, das ist halt, ja, ist es halt so. So gibt es noch was ich euch erzählen wollte. Es ist unglaublich. Also, das war auf jeden Fall erstmal das Wichtigste. Wer das nochmal wissen wollte hier, der, ne, weiß jetzt alles. Und wie gesagt, also den Schlechter bekommt man übrigens, diesen kleinen herumlaufenden Schlechter, wenn man halt von Level 1 an sich da durchlevelt. Ich war am Ende Level 20, also geht das. Und kann mir von euch jemand sagen, wer George Michael war? Der ist wohl gerade gestorben. Also ich weiß ja, letztes Jahr sind Alan Rickman und Robin Williams zum Beispiel auch gestorben. Und also ich weiß, im Moment sterben unheimlich viele Künstler, das finde ich nicht so schön. Tod ist immer doof. Schlimmer ist noch, wenn man sie kennt. Ne? Naja, zumindest immer für die Lebenden ist es, sagen wir mal, anstrengender. Aber was ich auch cool finde, guck mal, ich habe euch jetzt ein paar Dinge erklärt, so an Tipps und so. Und im Internet findet ihr ja auch welche. Ich finde es halt lustig, stellt euch mal vor, so vor 10, 20 Jahren, da gab es hin und wieder Tipps in Spielezeitschriften, wo da Nerds irgendwas zusammengefügt haben. Aber im Internet stand halt noch nichts. So vor 10 Jahren fing das mit Spieletipps und so an. So Seiten wie halt Spieletipps. Und das ist so eine Sache, wo ich sage, wie haben die Leute früher solche Spiele gelöst? Das ist doch unheimlich anstrengend. Naja. Oder was ich auch lustig finde, dass heute immer nur noch AAA, AAA, AAA. Guck dich auf YouTube um. Überlasse AAA-Titel, AAA-Titel, AAA-Titel. Aber die punkten halt durch die bestmögliche, realistischste Darstellung in höchster Grafik und du brauchst halt die neueste Kiste, um das überhaupt zum Laufen zu bringen. Anstatt aber, ich sag mal, viele sehr gute Spiele haben nicht die allerbeste Grafik. Guck dir mal hier jetzt Diablo an, das macht mir unheimlich viel Spaß. Ich habe hunderte bis tausende Stunden schon hier drin verbracht. Und guckt euch die Grafik an, die ist gut, aber die ist jetzt nicht sehr realistisch, zumindest nicht besonders realistisch. Sie ist realistischer als so einige, aber und realistischer auch zum Beispiel als World of Warcraft oder so. Aber die ist jetzt nicht über die Maßen realistisch. Die ist so ein bisschen angehaucht comicig, ne? Und trotzdem ist es ein sehr solides Spiel. Und ganz viele Spiele, guckt euch The Long Dark an. Das ist total, das sieht alles so geshaded aus. Das sieht aus wie ein Zeichentrickfilm. Und das macht Spaß. Und guckt euch die ganzen Mini-Let's Plays an. Wir haben schon 150 Folgen Mini-Let's Play hinter uns. Und es macht trotzdem Spaß. Ja, ich habe jetzt die 150. Folge hochgeladen heute. Habe ich gar nicht gemerkt, dass ich schon so viel. Aber in letzter Zeit war ich ja wieder ein bisschen mehr am Aufnehmen. Ja, das ist unglaublich. Ach ja. Was wollte ich euch noch erzählen? Es gibt hier noch ein paar Tricks in Diablo 3, die wir noch nicht ergründet haben tatsächlich. Die ich auch noch nicht ergründet habe, wo ich gar nicht weiß, was es dafür eventuell noch alles gibt. Und zwar, was war das denn noch? Ich wollte euch das nämlich schon vor Monaten mal sagen, aber ich habe ja lange auch nicht Diablo Let's Played, weil nichts passiert ist großartig an Content. Jetzt ist wieder Content und ich habe ihn fast wieder durch. Nee, wie gesagt, die Season, ich möchte es mal versuchen, wie weit ich komme. Mit meinem Barbaren bin ich schon so gut, dass ich auch alleine in Qual 7 oder 8 bestehen kann. Hier bin ich jetzt so, ich würde schon Qual 4 oder 5 bald wählen. Und ich konnte mithalten noch ganz grob so auf Qual 10. Da konnte ich noch was ausrichten, es war aber nicht mehr gemütlich. Ich musste mich da schon übertriebenst anstrengen. Wenn ich den momentan höchsten Schwierigkeitsgrad Qual 13 hier packe, da bin ich sehr glücklich und ich denke, das kann ich schaffen. Aber wie gesagt, dann brauche ich ein bisschen mehr Zeit noch. Weil da muss ich alles noch ändern. Ich muss in Kanais Würfel, den ich mir noch geholt habe, da muss ich in Kanais Würfel noch andere Sachen einbringen. Ich muss mich neu skillen, ich brauche komplett eine andere Ausrüstung und alles. Und Taktik und blub und bla. Im Moment mache ich halt Feuervogel. Und zwar mache ich hiermit einen Feuerzauber. Und dann ist das ein Feuerzauber und das ist auch auf Feuer geskillt. Und wenn drei Feuerzauber meinen Gegner treffen, dann brennt er mit dem 30-fachen Waffenschaden pro Sekunde bis zu seinem Tod. Das ist meine stärkste Fähigkeit im Moment. Ist aber natürlich noch nicht das Stärkste. Und natürlich hier, ne, der Archon. Bam. Und so. Das ist natürlich schon ein starker Modus und den würde ich gerne ein bisschen länger halten können. Deswegen... Ich brauche mehr Zeit. Deswegen muss ich dann da auch mal so ein bisschen noch Dinge sammeln. So,
was ich euch noch erzählen wollte. Lass mich nachdenken. Also wer jetzt noch irgendwas Spannendes erwartet, der kann schon mal abschalten. Ich mache noch mal kurz eben Licht an. Ich sehe nämlich schon wieder gar nichts. Es ist schon wieder mitten in der Nacht. So. Oh. Oh, so, schon viel besser. Ich habe erstmal den Weihnachtsbaum rausgeschmissen gestern. Aber das ist eher was für ein Sims-Let's Play. Hier muss ich nicht labern. Ach, ich finde es aber auch schön. Ich hoffe, die Musik bleibt auch über das Patch hinaus drin. Denn das gehört einfach zu Diablo und basta. Das ist so. Naja. Und was ich auch lustig fand, was ich mitgekriegt habe, das Spiel No Man's Sky. Das hat so viele Erwartungen bekommen. Und jetzt wird es nicht mehr... Ja, es hat viel Mist gebaut, also die Entwickler. Und die haben jetzt zum Beispiel Collectors Editions, die vor 5 Monaten versprochen waren, jetzt erst rausgehauen. Also irgendwie haben die sich, glaube ich, ein bisschen an dem Projekt übernommen, weil die Publisher ein bisschen zu schnell gedrängt haben. Danke, liebe Publisher. Was ich nochmal gucken könnte. Die alten Ruinen, die sind doch in der Nähe des Friedhofs der Verlassenen, oder? War das hier schon? Das ist die Straße nach Altristra. Mensch, wo war das? Ich habe die Story ja schon ewig nicht mehr gespielt. Warte, ich guck mal kurz was. Lasst euch nicht durch mich stören. Die Straße nach Altristra. Ja, wie gesagt, wenn ich hier so durchfeuere oder so, das sind ja keine Gegner mehr. Das sind ja nur noch Pappkameraden, die umfallen. Da muss ich ja nichts mehr machen. Die gucke ich nur an und fallen die weg. Adrias Hütte. So. Ja, guck mal, ich habe halt alles auf Feuerzauber gemünzt. Ich habe jetzt auch mehr Aufladungen und Feuerzauber werden verstärkt und gemacht und getan und. Feuer, Feuer, Feuer. Und die Kuh läuft einem hinterher, das ist ja auch niedlich. Mensch, wo war denn das nochmal? Ich bin ja doof. Wie gesagt, ich habe jetzt hier ein bisschen was umgestellt. Unglaublich, wie gut ich bin. So, den Kadaver auch noch wegmachen. Da steht ja auch für Doofe, steht es ja dran an der Region. Als dass ich da jetzt noch hinlaufen will. Nee, weil am Friedhof der Verlassenen gibt es noch eine geheime, im Abenteuermodus manchmal droppende Gegend, tatsächlich. Habe ich mitbekommen. Nach Leoriks Ernennung zum König brachte er viele Adlige mit sich. Und die wollen natürlich alle. Ja, das kennt man alles. Nee, weil hier gibt es eine geheime Ebene, in der sich die Entwickler als Gegner tatsächlich dargestellt haben. Ich glaube, hier oder irgendwo, also manchmal, wenn man diese Ebene im Abenteuermodus betritt, mir ist es noch nie geglückt, das zu finden. Ich habe ja manchmal nicht so viel Glück. Aber den einen oder anderen Erfolg habe ich noch bekommen hier beim Zocken. Zum Beispiel den Erfolg, 1000 Heilbrunnen zu benutzen und auch den Erfolg, mindestens 50 Gegenstände in einem Run zu zerstören. Das sind so Dinge, die ich eigentlich für nahezu unschaffbar hielt, weil es so große Zahlen waren. Na, eben kurz, für immer eben kurz. Habe ich es nebenbei geschafft. Kleiner Trick, um diese 50 Gegenstände in a row zu bekommen, geht in Akt 5 auf das, in das Adelsviertel und seht zu, dass ihr eine Pylone bekommt, also am besten halt in Nephalem-Portalen, die halt diese Blitze von euch schießt und dann rennt über den Friedhof, dann schießt ihr ja alles mit weg und dann klappt das. So hat es bei mir jedenfalls geklappt. Also wie gesagt, hier kann man das manchmal kommen. Ich habe dann auch so Gegner wie Jay Wilson gesehen und so. Also da sind die Entwickler, die haben sich ja als Gegner eingebracht, dann in so einem Sonderlevel. Habe ich aber noch nicht gefunden. Genauso wie es irgendwie in den alten Ruinen irgendwie so ein besonders seltenes Ding gibt namens Quell der Qualität. Also das sind halt solche Boni. Das ist, wenn du hier reinguckst in die ganzen Erfolge, von denen ich, wenn ich auf allgemein gucke, schon, wie man hier sieht, 97% der Allgemeinen habe. Im Hardcore-Modus habe ich halt wenig gespielt und Set-Portale fand ich bisher absolut scheiße. Die habe ich total beim ersten Mal reingeguckt und habe es dann sein gelassen, weil diese Herausforderungen, die waren mir einfach echt ein bisschen zu happig. Und der Rest, der wird ja langsam, ne? Also den habe ich bald im Sack, würde ich sagen. Guckt euch mal die Punkte an. Also ich finde, ich bin damit sehr zufrieden. Viele Leute haben nur 2.000, 3.000 Erfolgspunkte, weil die echt nur auf Skillen des Charakters achten und die Erfolge, die sind denen relativ wurscht. Außer immer so die saisonalen Erfolge hier, wo ich jetzt so aus Versehen so ein paar bekommen habe. Okay, welche Heldentat hat man denn hier bekommen? Reichstufe 70 der laufenden Season. Weil die allgemeinen Heldentaten, das sind halt, ne, also in solchen hier, in diesen Heldentaten, die hier zusammengefasst werden unter Heldentaten 10, da bekommt man dann halt solche, wenn man halt solche ganz besonders seltenen Dinge findet.
Außerdem habe ich mitbekommen, dass in der Kathedrale, irgendwo in der Kathedrale hier, sind die Namen von Entwicklern eingemeißelt. Wenn man denn mal Glück hat und irgendwo an der Wand sowas findet. Also das sind solche ganz, ne, das sind so Boni, die wird fast niemand überhaupt, wird da je was von gehört haben. Aber wie gesagt, wenn man das Spiel mittlerweile eigentlich schon relativ in- und auswendig kennt, dann guckt man halt, was hat es noch zu bieten und dann stößt man auf solche Dinge. Und es gibt auch, in Akt 2 gibt es irgendwo ein kleines weißes Höschen noch als Gegenstand versteckt. Und es stellt sich heraus, dass Krümelchen, kennt ihr Krümelchen? Das ist die, von der man zum Beispiel Wirts Glocke kauft für den Hirtenstab und so. Also so. Die hier. Die ist die Cousine von Wirt. Und deswegen hat die auch überhaupt Wirts Glocke. Denn die ist die Cousine von Wirt. Geschichtlich gesehen. Die heißt hier Krümelchen. Das also, kann ich hier nicht tun. Die sollst dich ja auch nur ranzoomen. Tja, ne? So wird die Geschichte weiter am Leben erhalten irgendwie. Also, dass man halt immer so diese, das sind die Kleinigkeiten, auf die man so, ne? Naja, das finde ich schön, sowas halt. Und es gibt irgendwo noch ein Schwarzsteinbuch. Habe ich auch noch nicht. Aber wie gesagt, es ist schön, dass so ein Spiel so umfangreich ist, dass man das auch nach hunderten bis tausenden Stunden noch nicht durch hat. Manchmal aber eben auch sehr nervig. Ich habe diese Woche echt nur 20 Stunden gespielt, nur um die, besonderen Ereignisse abzuschließen, bis auf das hier, wo ich ja nun die meisten habe, aber je weniger dir noch fehlen, desto länger braucht es, bis du wieder einen findest. Die sind ja dann halt immer so Zufallsprinzip und bei meinem Glück, wie gesagt, die, die ganz am Anfang sind, die habe ich jetzt alle schon gefunden und die, die eher am Ende sind, nicht. Also darf ich immer noch schön bis zum Ende rennen, bei jedem Versuch. Sehr schön. Und im Hain des Wehklagens, warte, das war ja auch hier so, da. Hier gibt es auch noch irgendwie, da gibt es Riff Moore oder so, als so manchmal als Gegner und so. Es gibt hier überall noch kleine Easter Eggs. Ja. Das sind so Dinge, die wollte ich euch schon ewig erzählen. Ich wusste nur nie wann, aber jetzt, wo ich halt wieder ein paar Folgen aufgenommen habe, weil, ne? Weil es sich einfach gelohnt hat. Ja. Ja, was hat sich eben noch verändert im Moment? Es gibt halt mehr Eliten und mehr Champions halt, gerade in Nephalem-Portalen, was jetzt so aktuell neu ist. Ich hoffe, wie gesagt, dieser Bug, dass man sich das nicht minimieren kann, jedes Mal das Spiel beenden, wenn man irgendwann will. Ich hoffe, das wird bald behoben. Das drehe ich durch. Und, ja. Ich habe euch schon gesagt, dass die Tastatur jetzt reagiert, ne, auf all möglichen Pups. Und so. Ich glaube, das hatte ich euch alles erzählt. Und, ja, ich glaube, sonst gab es auch nicht mehr großartig was ich euch hier nicht hätte erzählt. Was ich in Zukunft jetzt erstmal machen werde, ist auf höheren Leveln, also wie gesagt, Qual 4 und 5 dürfte ich schon hinkriegen mit dem Charakter. Ich bin immer wieder ein Ticken stärker geworden. Ich denke, ich nehme direkt Qual 6, weil ich denn in der Vierergruppe natürlich hat man ja mehr Chancen und kann dann auf Qual 6 mich ein bisschen hochleveln und Gegenstände sammeln. Vielleicht so bis Paragon 2, 3, 400. Dann sollte ich die Gegenstände auch haben, die ich brauche, irgendwann mal so grob. Hoffe ich. Weil erstmal, ich kann das nicht mehr sehen. Ihr müsst euch das vorstellen. Ich habe nebenbei zwar YouTube gehört und ich wurde auch mal in meinem Teamspeak besucht, einmal kurz. Aber wenn du 8 Stunden lang nichts anderes machst, als immer wieder die gleichen Gänge langlaufen, nach den gleichen Gegnern suchen und so, in 8 Stunden findest du halt die eine letzte Seite, die dir fehlt und 6 Gegner, die dir fehlen. In 8 Stunden. Weniger als ein Erfolg die Stunde. Also da drehst du halt irgendwann einfach am Rad. Ja, ich bin echt bereit, Kadala. Da sagst du was. So. Für mich ist es an dieser Stelle erstmal wieder getan. Wenn ich irgendwann richtig gut bin und so richtig reinhaue, so in 2,5 Monaten, so zum Ende der Season, würde ich euch das mitteilen und würde euch das auch vorführen. Wenn ich wirklich, den Schwierigkeitsgrad meistere, der hier wirklich eben, ne? Da. Ne? Wurde, glaube ich, sogar 250 Paragon-Level brauchst, bevor du überhaupt wagen darfst, ihn zu betreten. Ja, Qual 13. Das ist tatsächlich was, wo ich sage, wenn ich das schaffe, bin ich sehr zufrieden.
stete Steigerung und so. Weil Qual 10, da war ich noch nie drüber. Und das auch schon nur mit Anstrengung. Aber wie gesagt, wir sehen uns, wenn es soweit ist. Und wenn nicht, dann sehen wir uns, sobald die nächsten Inhalte hageln. Ne? Es ist ja, kommt ja alles immer mal wieder. Gut, meine Lieben, vielen Dank fürs nochmal dabei gewesen sein. Ich denke mal, ihr müsst euch keine Sorgen machen, ich werde nicht mehr so suchten wie jetzt gerade. Es hat mich halt gepackt, weil, wie gesagt, Diablo war mein ein sehr wichtiger Teil meiner Kindheit. Und jetzt kommt hier einfach mal mit einem Patch, kommen sehr viele Verweise auf Diablo 1 nochmal mit rein. Das musste ich halt einfach alles mitnehmen. Deswegen habe ich sehr gesuchtet die Tage. Aber hey, ich habe alle meine To-Do-Listen erledigt. Nebenbei. In der letzten Woche. Einfach so. Die sich teilweise über Monate angesammelt haben. Ich denke mal, dann habe ich mir das ja auch verdient, oder? Aber dennoch, rechtfertigen müsste ich das eh nicht. Wir sehen uns wieder, wo ihr wollt. Ich habe ja so 2-3 andere Videos auf meinem Kanal. Hin und wieder kommt ja auch mal was, ne? Hust, Sarkasmus-Schild. Ich werde jetzt erstmal, es ist nachts um 1:30, ich werde jetzt erstmal nochmal 10 Mini-Let's Play-Folgen planen. Die kommen dann ab morgen wieder. Ich habe die hier nur eben zwischengeschoben, die Folge. Heute ist ja Montag. Oh Mann, wie ich das alles schon vorgeplant habe. Deshalb weiß ich, dass heute Montag ist, wenn ihr das seht. Wie gesagt, ab morgen kommen erstmal für die nächsten mindestens 10 Tage Mini-Let's Play auch noch. Ne? Also von daher könnt ihr ein bisschen was erwarten. Und dann auch mal wieder mehr. Also dann auch mal wieder mehrere Spiele in einer Folge. Wenn ich da so durchswitche, um nur zu gucken, was ist das? Und dann denke, oh Gott, nein. Oder, oh Gott, es funktioniert gar nicht. Sehr viel Schneidarbeit, aber das war es mir dann doch wert. Also, und dann werde ich den Rechner heute ausmachen. Der war jetzt eine halbe Woche an, weil ich, wie gesagt, insgesamt um die über 20 Folgen gerendert, hochgeladen, beschriftet, gemacht, getan, aufgenommen war und bo und bub und Teamspeak eingerichtet. Und, oh Gott, mein armer Computer. Der hat jetzt sich mal eine Nacht Schlaf verdient, aber der war echt fleißig. Der hat die letzte halbe Woche auch null rumgezickt, auch wenn er die letzte Woche zweimal abgestürzt war. Dann null rumgezickt und das ist schon supi. Dass er Geräusche macht, der macht nicht mehr Geräusche als sonst. Das im Hintergrund jetzt ein Summen zu hören ist am Mikrofon leichtes, das liegt jetzt am Mikro selbst. Also, das weiß ich nicht, warum das auf einmal so ist. Das ist einfach, mir fehlt die Spinne zum Beispiel, die Vibrationen abfängt, wie gesagt, das Mikro an sich ist das Schwächste aus seiner Kategorie der besten Mikrofone und ich habe keinen vernünftigen integrierten Popschutz, ist zum Beispiel eben auch nicht mit drin und gibt so ein paar Dinge, die das Mikrofon, naja, und die Nierencharakteristik von der Richtcharakteristik her, die ist auch nicht so, die ist hier nicht so pralle, der nimmt mir noch zu viel wahr. Wenn ich hier ein richtig gutes Mikrofon habe und ich habe da schon eins gefunden, dann hat das nämlich den Vorteil, dass es mich stärker registriert, aber wenn zum Beispiel mal die Uhr schlägt oder der Rechner summt oder draußen ein Presslufthammer wuselt, was eben so leise im Hintergrund ist oder so, das wird alles weggefedert und gar nicht wahrgenommen, dann klinge ich quasi wie ein Radiomoderator. Wenn ich dann noch mit so einem guten Mikrofon kann ich es mir auch wagen, dann einen Equalizer drauf zu packen, also Störgeräusche rauszufiltern. Ne? Equalizer ist ja nicht die typische Badewanne, dass man einfach Bässe und Höhen hochzieht, damit es fetter klingt, sondern das ist ein Störgeräuschfilter, der dafür zuständig ist, dass bestimmte Frequenzen, die sich nicht gut anhören, und da hat jeder Mensch solche, dass man die rausfindet und dann rausfischt. Und wenn ich dann diesen Equalizer Grund einstelle auf meine Videos, dann ist das ein Orgasmus, sage ich euch. Ne? Aber das ist alles noch Zukunftsmusik, das ist erstmal nicht möglich, aber ich kann ja mal versuchen, darauf hinzusparen, weil was soll ich mir sonst kaufen, ne? Außer Essen, weil ich sag mal, zu lesen habe ich noch genug, zu schauen habe ich genug, zu spielen habe ich weiß Gott genug. Beschäftigung, ich bin nicht so einer, der sich nicht zu beschäftigen weiß. So ist das nicht. Ne? Puh, gut. Lange Rede, langer Sinn. Macht's gut, bis bald. Und danke für eure Geduld und für euer Dasein. Wie gesagt, ich bin garantiert kein sonderlich kompetitiv guter Spieler, also gerade in solchen Spielen wie Diablo, die halt sehr auf Vergleich, auf Wettbewerb ausgemacht sind, hier schön mit Bestenlisten, gerade in solchen Spielen könnt ihr von mir eigentlich nicht sehr viel lernen, weil ich nie einer war, der gesagt hat, ich spiele jetzt jeden Tag 6 Stunden, damit ich der Beste bin mit Paragon Stufe 3000. Ich war eher immer einer, der gesagt hat, wenn mir ein Spiel gefällt, hat er eine Disco-Kugel? Das fällt mir jetzt erst auf, dass er eine Disco-Kugel hat. Oh Gott.
Naja, sehr modisch. Ne? Sagte er zur Disco-Kugel und ignoriert einfach mal den restlichen modischen Fail hier, so um Kragen und Kopf rum. Egal, auf jeden Fall, mir ist es nur wichtig, wenn mir so ein Spiel so gefällt wie das hier, dass ich dann die Story wirklich atme. Das hat bisher kein Spiel so geschafft wie das Diablo-Universum. Da gibt es nahezu nichts, was ich nicht weiß. Aber ich bin halt nicht so jemand, der, wie gesagt, sagt, ich investiere jetzt die zehnfache Zeit, um einfach noch ein paar Plätze in der Liste hochzusteigen. Das ist das nicht. Aber ich habe halt ein paar Nachforschungen betrieben und alles und ich weiß, wie ich ihn gut machen kann. Ich habe mir da halt was zurechtgelegt, wie ich ihn sehr gut machen kann. Und wenn das funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann ist Qual 13 wahrscheinlich am Ende sogar gar nichts mehr. Aber das ist jetzt erstmal meine große Klappe in meinem Kopf, ne, in meiner Vorstellung. Was am Ende daraus wird, das sehen wir. Oder eben auch nicht. Es ist halt für mich kein, oh Gott, ich muss das erreichen. Sondern eher ein, boah, wäre geil, ne? Ja. Aber wir sehen uns ja dann morgen. Und zwar kann ich euch schon mal ein bisschen was verraten. Boah, ich weiß das gar nicht. Ich glaube, morgen kommt... Ich kann euch zumindest sagen, was unter anderem die Tage kommt. Zum Beispiel Dungeon Siege hat mir echt Spaß gemacht. Royal Family Secrets, also einige Point-and-Clicks dann auch. Wird lustig, aber Point-and-Click ist halt für mich auch eigentlich echt nix. Es gibt ja Leute, die spielen halt einfach von einem Genre gerne alles, was die kriegen. Aber ich nicht. Ich kann sehr viele Rollenspiele spielen, die gefallen mir sehr oft. Aber lange nicht alle. Und lange nicht alle packen mich dann auch. Aber es gibt halt Leute, die möchten gerne alles. Einfach nur aus einem Genre. Die können sich da auch in alles reinwuseln. Cool, sag ich mal. Da bist du halt echt mit allem zufrieden dann. Das hat ja auch Vorteile, aber das geht bei mir nicht. Dann habe ich mal Amiga-Spiele anprobiert. Tatsächlich auch auf altem Emulator, aber kaum zum Laufen bekommen. Das ist echt nur ganz am Rande. Und ja. Aus der Lissi Kinderzeitschrift kommt dann auch noch sowas wie Lauras Tierklinik und so. Oh Gott, also ich sag ja, da kommt noch was. Leute, bis die Tage. Jetzt aber wirklich. Ich finde schon wieder kein Ende. Tödelö. Aufnahme Ende.